In den letzten Tagen nach der großen traumhaftes InDesign-Ankündigung gab es ein paar kleinere Neuigkeiten zum nächsten Update sowie dem neuen Gameplay-Pack, weshalb ich euch in diesem Video alle wichtigen Details zusammenfassen möchte. Wie wir schon aus dem veröffentlichten Trailer wissen, werden mit dem neuen Gameplay-Pack, welches am 1. Juni offiziell erscheinen wird, Anbausofas ins Spiel implementiert. Zu diesen haben die Entwickler ein paar neue Screenshots geteilt, auf denen man noch mehr verschiedene Teilstücke sehen kann, als wir bereits kannten. Wenn ich mich nicht verzählt haben sollte, werden wir ungefähr 6 verschiedene Sofateile erhalten, mit denen sich das Sofa noch genauer konfigurieren lässt, als es bereits im Spiel möglich ist. So sieht man auf allen Screenshots zusammen ein gerades Sofastück, ein 1x1 Kästchen großes Eckstück, ein großes Eckstück, ein invertiertes Eckstück, ein Fußstück, welches mit dem Sofa verbunden ist und eine freistehende Fußablage. Alle diese Sofateile gibt es ebenfalls in mindestens 2 verschiedenen Stilen. In einem weiteren Twitter-Post der Gurus wird auf die neuen modularen Schrankteile eingegangen, die scheinbar ziemlich frei mit Klamotten behangen werden können. Ebenfalls gibt es schon Schrankteile, die bereits mit Klamotten ausgestattet sind und mit insgesamt 16 verschiedenen Farben individualisiert werden können, sowie dann die separaten Klamotten mit nochmal zusätzlich 13 verschiedenen Farben. Ebenfalls kann man mit den Klamotten auch interagieren. Ein weiteres Detail, welches ich in meiner Trailer-Analyse übersehen habe, die Öfen können jetzt auch unabhängig ohne Herdplatte in eine Küchentheke integriert werden. Für alle, die nicht genug von neuen Infos zum nächsten Gameplay-Pack bekommen können, gibt es ebenfalls gute Nachrichten. Morgen um 20 Uhr wird ein neuer Entwickler-Livestream zum Gameplay-Pack stattfinden, in dem die Gurus auf die neuen Inhalte des Packs eingehen. Aber auch ein weiteres Detail des nächsten Updates wurde wahrscheinlich ein wenig unfreiwillig verraten. Wenn man sich den letzten Blog-Eintrag, in dem die Entwickler über die kommenden Updates sprechen, genauer ansieht, fällt auf, dass das Bild unter dem Namen Likes-Dislikes-Molecule abgespeichert wurde. Das heißt also, dass sich hinter dem Merkmalfeld tatsächlich ein neues Vorlieben- und Abneigungssystem verbirgt und mit dem nächsten Update ins Spiel gebracht wird. Mehr zu den Neuerungen dann allerdings morgen im Stream. Diesen werde ich euch natürlich ebenfalls wieder zusammenfassen. Was denkt ihr zu den Neuigkeiten und denkt ihr, dass das Gameplay-Pack gut wird? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.